Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute leider Gottes wieder Evifer D. Schönen guten Abend. Ja, Mensch, es ist irgendwie in meinem Kopf so eingebrannt, dass ich immer wieder sagen muss, leider Gottes, ich komme nicht drum herum, ich werde dich niemals positiv anmoderieren können. Eigentlich weil ich einfach ist es halt was so Schönes viele negative Erfahrungen mit dir gemacht habe, dass ich einfach nicht anders kann. Was aber eine ganz positive Erfahrung für euch sein könnte, ist, wenn ihr mal auf jeden Fall bei Instagram bei mir vorbeischaut, meine Freunde, hier unten @revinzeram auf jeden Fall mal reinfolgen und definitiv meinen Fortnite Creator Code Revinzer definitiv benutzen, denn das Ding ist eine arschgeile Nummer und ihr kriegt damit auf jeden Fall eine Menge Spaß und helft mir damit auch ein bisschen aus. Das ist ganz nett. Ich würde sagen, Leute, wir schauen uns heute gemeinsam ein paar Sachen an. Und zwar checken wir heute mal ganz kurz die besten Plays von Tiffio und Cloak aus der Fortnite-Weltmeisterschaft an. Und sowieso ein paar Highlights aus der Fortnite-Weltmeisterschaft, die bis jetzt quasi zusammengespielt worden sind. Bitte beachtet, dass das Ganze quasi nur die Qualifier sind. Das heißt, falls das Video jetzt irgendwie 2-3 Tage später rauskommt und schon neue Runden gespielt worden sind, haben wir die jetzt leider nicht mit drin. Kurze Frage. Was? Kannst du eigentlich auch Double Time? Lukas, ganz kurz. Halt dein Maul. Ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz an, was Tiffio und Cloak hier gespielt haben. Let's Übrigens, go. Beides absolute Lieblingsspieler von mir. Gut, Leute, schauen wir mal ganz kurz hier. Die beiden landen hier auf jeden Fall gerade ganz entspannt hier in dem Block von dem Panther-Dude. Und jetzt kommt hier auf jeden Fall ein richtig leckerer Snipe auf jeden Fall. Digga, Tiffio ist so ein Biest, Alter. Weißt du, dass das Ding ist bei Tiffio? Er ist so ein krass guter Spieler, weil er kann nicht nur krank bauen, sondern hat auch das Aim des Todes, Digga. Und editen und sowas. Alter, guck mal, Junge. Guck dir das mal an, Digga. 2 Kills schon und das in der WM, Alter. Und wie ruhig er auch bleiben kann. Alter, was? Digga, 5 Kills schon, Alter. Junge, Junge, Junge. Und auch noch Baller am Start, Alter. Perfekte Voraussetzung für die erste Runde der WM auf jeden Fall. Krank, oder? Digga, der hat auch echt krasse Waffen. Ey. Und Metz auch komplett voll fast. Das ist anders heftig, Digga. Das ist anders. Die beiden sind wirklich... Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass die beiden in der WM richtig fett abräumen werden. Oh, shit. Digga, wie aktuell sind die Clips? Die sind top aktuell. Die sind von diesem Wochenende. Ja, ist ja, okay. Mann. Ich find's halt krass. Sei mal ehrlich, wie findest du dieses ständige Einbauen und Tauen und sowas? Findest du das nice oder findest du es langweilig? Man kann damit übel effektiv spielen. Aber ich find's für normal. In normalen Runden ein bisschen langweilig. Immer dieser Edit-Flex. Guck mal, er baut keine Rampen, sondern immer eine Pyramide, die er editiert, ne? Ja. Hat aber auch den Vorteil, dass man damit deutlich flexibler ist, wenn man halt gepusht wird in so einem Tower, den man dann gebaut hat. Er haut einfach. Okay, gehen aber ein bisschen passiver. Weil das Ding ist halt bei der WM, ganz ehrlich, Bruder, es geht maximal um die Platzierung. Weißt du, Kills sind zwar nice, aber Platzierung ist halt das Ding, was dir irgendwie die meisten Punkte holt. Okay, pusht hier auf jeden Fall gerade. Oh, wird richtig gelasert, Digga. Guck mal, die Reaktion, Alter, das ist anders krank. Und der Dude hat aus der Zone geschossen. Maximal dumm, jemand, der in der Zone steht. Ey, das ist so blöd, Digga, das ist so dumm. Einfach das komplette Gegenteil von dir, ne? Ja, richtig, ganz genau, weil ich bin deutlich besser als die. Okay. Ja. Ist auch krass, wie viele Utilities sie immer haben. Guck mal, jetzt wird sich halt in die Zone so reingesteckt quasi. Lol, Digga, er ist einfach offen. Ja, aber es ist cool. Komplett low, der Dude. Okay, eigentlich müsste man da ranpushen, aber... Okay, nice. Cloak hat ihn sich auf jeden Fall geholt. Nice one. Das heißt, wir wollen zum Loot, oder ist da noch einer? Ja, er überlegt gerade. Aber er soll mal die Biggies mitnehmen, Bruder. Oh mein Gott, er lässt die liegen. Nein, Bruder, warum? Guck mal, wie aggressiv sie spielen, Digga. Und das in einem World Tournament. Weißt du, was ich meine? Die werden gerusht. Das finde ich halt krank. Der Baller. Uff. Alter, Digga. Ja, da sind die Stings auf jeden Fall richtig nice. Gute Hits auf jeden Fall hier. Oh, Digga. Digga, dieses Aim and Spray, Alter. Ganz ehrlich, man kann sagen, was man will, aber Tiffio ist wirklich einer der besten Spieler. Erstmal, was denn? Ich hab ihre Garage gebaut. Ja, ich hab's gerade gesehen. Ganz entspannt so. Oh, die Biggies. Ja, Digga, er hat's ja vergessen. Ich sag gerade schon so, dass. Oh, Digga, sein Leben. Oh, shit. Aber ganz ehrlich, die Ballers sind jetzt so wichtig zum Rotieren. Die Movables sind einfach so wichtig, Digga. Ballers, Rifts auf jeden Fall richtig krank. Und natürlich halt noch Redeploys. No, geh nicht raus, Digga. Nein, er weiß, was er tut, Das ist das Ding, was ich gerade sagen wollte. Tiffio ist so ein krass guter Spieler, Leute, weil er halt nicht nur ein extrem entspannter Spieler ist, der wirklich in krassen Situationen ruhig bleibt, sondern einfach ein massives Aim hat, kranker Bauer und krankes Edit hat. Und vor allem einfach ein super sympathischer Kerl ist einfach, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Der ist kein Arsch, so, weißt du, was ich meine? Ja. Okay, Leute, es geht mir mal kurz zum Endgame hier. Top 10 auf jeden Fall. 7 Kills an der Stelle hier. Digga, Top 10 einfach schon. Das ist so heftig, Mann. Das ist, ey, Leute, ich... Oh, jetzt Skyways. Oh mein Gott. Kein... Oh, Bruder, der Hit, Alter. Der hat weh. Digga, überall noch scheiß Scrabbler. Ja. Von allen Seiten fliegen hier irgendwo Gegner rum, Alter. Okay, den wird er sich aber wahrscheinlich holen. Oh mein Gott, der ist komplett low. Der ist auf Wiedersehen. Kein Blue Life mehr. Mhm. Scheiße, konnte ich die Minis nicht holen, oder? Nein, Bruder, scheiße. Oh mein Gott, verreckt der jetzt? Guck mal, wie entspannt der in so einer Lage noch bleibt. Weißt du, was ich meine? Ja. Digga. Ey, das ist so krass im Endgame, Alter. Digga, ich wäre da so überfordert. Okay, 21 Punkte, Alter, in einer Runde zu holen, ist krank in der WM. Junge, auch das Teamplay von den beiden. Einer schießt auf, er schießt rein. Das ist so heftig, Mann.
Dieser Pressure, den sie zusammen machen, Alter, das ist krank. Ist einfach nur krank, finde ich. Denkst du, die holen die Runde, sag mal? Ich bin gespannt. Ich hoffe schon. Ich würde es ihnen gönnen. Ich glaube schon, Digga. Guck mal, in der kleinen Zone noch sechs, noch drei Teams am Leben, Alter. Komplett krank. Oh. Nice Hits hier auf jeden Fall von ihm. Digga, du spielst halt einfach gegen die Besten der Welt. Ja. Das merkst du auch, Digga. Das merkst du auch. Klar, aber der Druck ist richtig krass. Noch zwei andere. Oh mein Gott, Alter. Was wird jetzt passieren, Digga? Digga, das ist einfach so spannend, Junge. Er ist so krank, Mann. Okay, es schießen dann aber unten auf. Er hat keine... Oh, er hat doch noch Raketen bekommen von... Ja, von Cloak, aha. Ja. Oh, oh mein Gott, wird jetzt Heal-Off? Wird er Heal-Off? Nee, ne? Ich glaub nicht. Oh, shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 120er Damage. Oh mein Gott, Alter, was für ein Play, Digga. Alter, Digga, okay. Krass, Leute, krass. Okay. Das ist krank, Alter. Das ist krank, Digga, wirklich. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns nochmal ganz kurz hier das Best of der WM sowieso an. Was bis jetzt so erspielt worden ist, meine Freunde. Schauen wir einfach mal ganz kurz hier rein. So, wir sehen hier gerade WGL Chimp, Alter. Schon zwei Kills auf jeden Fall. 76 Punkte, der Dude auf jeden Fall. Krank, Mann. Aqua mit 96 Punkten. Aqua ist auch ein krasser Spieler, der richtig, richtig am Poppen ist momentan. Kenn ihn gar nicht. Das sind sehr viele tatsächliche No-Names dabei, da sehr viele neue Leute. Ja. Auch bis hat nur zwei Kills. Und alles über 5, 6 Kills ist natürlich immer krass hier. Und du siehst halt natürlich die Rotierungen. Das Rotieren halt hier mit dem Redeploy sowie auch mit dem Rift to Go ist schon halt wichtig. Und siehst du, wie zusammen der pressured wird, Alter. Guck mal, Digga. Bam. Das ist auf jeden Fall ein Safe Kill. Und jeder Kills gibt natürlich nochmal ein bisschen lecker Leben hier. Apex, Digga. Auch ein kranker Spieler. Oh mein Gott, Digga. Guck mal, wie schnell hier editiert und getauscht wird, Alter. Das ist so krank. Zack, da ist die Falle. Getrippt. Und bam, Junge. Lol, Digga. Alter. Krank, Mann. Krank. Krank. Bruder, guck dir mal dieses Editen an. Das ist anders, Alter. Das ist so heftig, Mann. Hier, SHG, Luggy. Guck mal, wie viele Leute noch leben, Alter. Siehst du das? 47 Leute noch, Alter. Ey, Leute, ich bin ja ehrlich. Ich habe ja damals Summer Skirmish gespielt und sowas. Und da war es schon krass mit dem Schwitzen. Aber das ist ja noch was anderes hier. Das ist nicht mehr normal. So, das ist nicht mehr normal. Dieses Pre-Aimen. Okay, was wird er machen, Digga? Oh! Alter, der Bowkill. Digga, anders, Alter. Da weiß er natürlich, dass der Bogen direkt connected. Krank. Oh, Digga. Ein anderer. Yeah! Alter. Ich glaube, in der Endzone mit dem Bogen, Digga. Boah, guck mal, Digga. Ja, aber sein Aim ist gerade doch. Ja, sein Aim war irgendwie ein bisschen off. 1245 Punkte im Arena-Modus. Was geht ab, Alter? 1600 Punkte. Alter Schwede, Junge. Wie alt. Das ist krank. Alter. Junge. Jawohl. Alter Schwede. Vier Kills auf jeden Fall von ihm schon. Das ist wieder unser Bogenboy. Oh mein Gott, Digga, wird er noch ein Hit? Oh mein Gott, schon wieder ein Hit. Digga, der ist so OP, ne, in der Endzone. Der Bogen ist richtig krass, weil vor allem, weil er direkt connected, ne? Yeah. Easy weggesnackt, die Typen. Und auch wieder überall Baller. Ey, Junge, guck mal, wie der gebaut wird, Alter. Das ist so heftig, anders, Alter, ne? Diese Welt. Diese Weltmeisterschaft ist krank. Die bringt das Spiel auf ein komplett anderes Game. Und das ist halt erst die Qualifier. Digga, was wird da später abgehen, Digga? Was wird da später abgehen? Ey, Lukas, ganz ehrlich, hättest du Bock, WM zu gucken in New York? Ja, wie denkst du nach New York fahren dafür? Digga, safe, ich würd's machen. Ich würd's safe machen. Das Ding ist, ich finde, das hat schon gar nichts mehr mit dem Fortnite zu tun, was ich spiele. Nein, das ist ganz. Das ist ein ganz anderes Game, guck mal. Ja. Junge, guck dir diese Zone an, Alter. Das ist doch nicht normal. Guck mal, einer unten. Oh mein Gott, ja, was geht ab? Er pickaxed ihn. Lol. Er wollte ihn pickaxen und hat richtig kassiert. Aber er hat auch viele Kills geholt. Ja. Er hat 9 Kills insgesamt noch gehabt. Aber das ist das Ding, guck mal, wenn du in der WM spielst, dann darfst du solche Flexes nicht bringen, weißt du, was ich meine? Ja. 10 Kills der Dude, Alter, in der WM. Ja gut, der musste gerade nachladen. Oh, Digga, er ist ready mit seinem Bogen. Alter, anders. Digga! Junge. Und das one. Und hat er. 12 Kills wird das irgendwann eher. Und da ist der Win, Digga. Uff, Digga. Uff, Alter, krank. Ich sehe Cover auch schon mal gehört, Digga, den Namen. Ich sehe Cover, ich glaube, der war eben schon mal. Junge, oh, siehst du das, Digga? Die schießen direkt die Wand dahinter. Guck mal, es wird geschossen, direkt die Wand. Krank.
Alter Junge. Junge, 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 Junge. Der ist einfach ein anderes Level, ne? Boah, guck mal, der opened up und ist direkt down. Keine Chance. Keine Chance, der Kerl. Ja gut, von zwei Leuten direkt. Alter, wie, was macht der Typ denn da? 10 Kills, what the fuck? Oh, einer kommt. Und noch eine 11 Kills. In der Luft. Digga. 12, was geht ab, Alter? Was macht der Typ? Und er hört nicht auf, er hört nicht auf. Ja, normal, Digga, die haben Highground. Ich würde auch überall reinfetzen. Alter. Digga, die sind gerade in der Luft. Das gibt leckere Punkte, Digga, das gibt Punkte. Okay, 14 Kills in einer Qualify-Runde in der WM, Leute. Ich schwöre, diese MP ist so lecker, ne? Ja, 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 wenn man weiß, wie man sie benutzt, anders die Waffe. Okay, Finale jetzt. Und der wird auf jeden Fall gleich rauskommen, aber da wird nicht viel passieren, Alter. Alter, 15 Kills, der beendet eine Runde mit 15 Kills, Alter. Leute, das ist krass und das ist genau der Unterschied, der diese krassen Spieler von den durchschnittlichen Spielern wirklich... Anders, Digga. Also, das ist... Ey, Leute, spielt mal bitte auf diesem Level mit. Also, versucht mal bei der WM... Also, das ist an... Ich weiß, ich bin außer... Ich bin sprachlos, Alter, wirklich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr gespannt, wie es in der EU weitergeht, weil die EU hat massiv krasse Spieler. R9 auf jeden Fall, hier so ein Dude. Auf der anderen Seite natürlich NA mit Tiffy und Cloak. Die Deutschen leider bis dato nicht so erfolgreich. Hami, glaube ich, nicht so ganz krass dabei gewesen. Ghost und... also, nicht die beiden Ghost-Spieler. Dann auch mal mit so Issa und Camo auch noch nicht so krass, aber Leute, ey, ich bin auf jeden Fall krass gespannt, was diese WM mit sich bringt, Leute. Richtig, richtig krasses Ding, wirklich. Ich bin maximal gehypt. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da oben da, wenn Lukas und ich einfach mal nach New York fliegen sollen und die Sache da vor Ort anschauen sollen. Bin mal gespannt, Leute, ob wir das vielleicht machen. Ich hätte eigentlich echt Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich auch, aber das kostet halt einfach Geld. Lukas, man muss sich auch mal gönnen. Dafür haben wir die Creator-Code, meine Freunde. Creator-Code, wir winnen halt, ihr wisst Bescheid, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.